artists interpret the world and then we interpret the artists. Das ist der Titel von einem Projekt, wo Teil ist von der Ausstellung Kunst in der Mühlenschlucht. Der Urs Burger macht die ganze Planung von dem Projekt und erzählt, um was es geht. Also das ist eine Neonschrift, die ist 40 Meter lang. Die ist produziert aus weißem Neon, kaltweißem Neon mit 7500 Kelvin. Also das soll wirklich so eine gleissige Schrift sein, also nicht ein bisschen abstoßen, also von der Farbtemperatur her. Der Urs Burger ist schon seit 25 Jahren technischer Leiter vom Kunstmuseum St. Gallen. Initiantin von dem Projekt ist allerdings die walisische Künstlerin Beth News. Weil sie aber hauptsächlich in Berlin wohnt, ist sie bei der Montage von ihrem Projekt nicht dabei. Die Künstler interpretieren die Welt und dann interpretieren wir die Künstler. Mit dem Satz in Neonschrift macht Beth News darauf aufmerksam, dass der Gallus von uns immer wieder neu interpretiert wird. Gleichzeitig will sie die ganze Schlucht als mittelalterliche Buchseite darstellen, mit der Schrift als Titel obendran. Der Weg zu dieser Installation war nicht frei von Stolpersteinen. Einmal musste man sogar für 2 Monate unterbrechen. Bei der Best News hat es einen Baustopp gegeben, weil man hat da wegen den Emissionen vom Licht in der Nacht, Fledermausvögel und all das Zeug, und man hat das so zurechtbeugen, dass man aufeinander getroffen hat und dass man das Projekt gleich realisieren konnte. Das Werk steht also kurz vor der Vollendung. Für den Urs Burger ist jetzt schon klar, dass es ein Erfolg wird. Es ist eine Bereicherung für die Schlucht. Und was ich eigentlich noch schön finde, die Schlucht ist gar nicht beleuchtet. Da hat es weder eine Strassenlampe noch irgendetwas. Also wir tun jetzt die Schlucht ein bisschen beleuchten. Und so sieht denn das schlussendlich aus.